Kampagne Make Chocolate Fair setzt sich ein für bessere Lebensbedingungen von Kakaobäuerinnen und Bauern. 118 Organisationen aus 16 europäischen Ländern haben sich der Kampagne bereits angeschlossen. Höhepunkt der Kampagne war die Schokomobiltour. 3 Monate lang sind wir durch 12 europäische Länder getourt und haben Menschen informiert, woher der Kakao kommt und wer ihn anbaut und mit welchen Problemen die Menschen konfrontiert sind. Wir sind überwältigt von der Solidarität der Menschen in Europa. Über 120.000 haben die Petition der Kampagne Make Chocolate Fair unterzeichnet. Sie fordern damit die Schokoladenindustrie auf, dass Kakaobauern endlich einen fairen Preis für die Kakaobohnen erhalten, dass missbräuchliche Kinderarbeit beendet wird und dass Menschenrechte auf den Kakaoanbauplantagen eingehalten werden. Le travail des enfants est un phénomène dû à la pauvreté, mais aussi dû au prix très bas du cacao bosch. J'appelle les ONG européennes à continuer leur campagne Make Chocolate Fair, qui est une très bonne chose. Právě se nacházíme v Bruselu, kde je poslední zastávka Chocoauta v rámci kampaně za férovou čokoládu. Není to náhoda, že jsme zrovna v Bruselu, protože zde sídlí Kaobisko, Evropská asociace zpracovatelů čokolády a cukroviny. Zpracovatelé jsou spolu zodpovědní za nízkou výkupní cenu kakaa, která nemůže zajistit drobným pěstitelům důstojný život. Zde předáváme petici. Ta mimo jiné apeluje na to, aby zpracovatelé používali 100% certifikované kakao. Wir stehen jetzt hier vor dem Gebäude von Kaobisko. Wir haben unsere 122.826 Unterschriften übergeben. Ein klarer Auftrag an die Industrie. Jetzt geht es darum, dran zu bleiben an den Versprechungen der Industrie und auch wirklich zeitnah und wirksame Instrumente einzufordern. Was für uns schön ist, ist, dass die Bewegung vor allem in letzter Zeit noch weiter gewachsen ist. Das war der erste Schritt. Jetzt geht es weiter. Der Kampf ist noch nicht zu Ende.